Leichtathletik ist für mich erwachsen werden. Leichtathletik ist für mich, aus Kompromissen zu lernen und sich selber besser kennenzulernen. Leichtathletik ist ein Sport mit vielen Facetten. Es gibt unglaublich viele einzelne Sportarten in der Leichtathletik. Man ist ja in der Zeit höher, schneller, weiter. Das ist einfach so Tonus der Zeit, sage ich mal. Und ja, es ist einfach ein Adrenalinkick. Leichtathletik war für mich, wenn ich dazu sagen darf, ja, fairste Sportart, weil, nehmen wir mal ein Beispiel, ob man Boxer ist oder Turner oder Eiskunstläufer, man ist abhängig von Punkten oder Werten, während in der Leichtathletik alleine die Leistung zählt, da werden also die Leistungen entweder in Metern oder in Sekunden gemessen. Die Leichtathletik bedeutet mir eigentlich mein ganzes Leben, weil ich so viele Jahre und so viel Zeit auch schon investiert habe, von klein auf, wo es noch Springen, Werfen und Rennen war, bis jetzt zum Zehnkampf. Bedeutet es mir einfach Vielfalt und auch Freunde, Erfahrungen. Laufen, werfen, springen, das kann man überall ohne großen Aufwand. Also man kann es ja überall betreiben. Es ist wie eine Analogie zur Gesellschaft, also zumindest in gewisser Weise. Man hat die verschiedenen Disziplinen, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen und übt dementsprechend seine Disziplin aus. Ich glaube, ohne Sport wüsste ich nicht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte.